Was geht ab, Leute? Ja, jetzt. Es ist um 8 Uhr und gehe ich zur Institution. Oh, ich konnte nicht so viel schlafen. Deshalb bin ich sehr müde. Aber gute Nachrichten. Heute ist am Freitag. So, ja, nach dem Kurs werde ich einkaufen. Danach, ja, natürlich komme ich zu Hause und ja, vielleicht ich werde Essen kochen und ich weiß nicht. So, ich bin zurück zu Hause. So, diese Woche habe ich meistens nur einen Salat gegessen. Deshalb heute habe ich Nudeln gekauft und wieder Salat und Heidelbeere. Und andere Bier auch, weil heute am Freitag ist. So, ja. Ach, Wetter ist sehr schön heute. Aber ja, ich brauche Deutsch lernen. Und deshalb werde ich zu Hause bleiben. Aber natürlich werde ich laufen auch. So, heute ist am Sonntag um 10 Uhr. Ja, ich dachte, dass ich zu Hause bleibe und nur Ruhe habe. Aber ja, ich denke, ich werde draußen gehen und ein bisschen spazieren auch. Danach, ja. Ja, ich weiß nicht. Ich möchte nur spazieren gehen, so. So, heute ich gehe, wo ich nie gegangen bin. So, ja, ich lebe in Deutschland seit 10 Monaten, aber ich fühle mich, dass ich keine Ahnung habe. So, ja.
Wetter ist perfekt. Und es ist sehr schön, oder? Biergarten. Natürlich, ich werde nicht gehen. Ich möchte nicht trinken von Mittag. Verstehst mich, oder? Und es ist nicht öffnen, natürlich. Ja, so. Sehr schönes Wetter und ja, ich denke, ich brauche Leute. Ich wusste es nicht, dass hier Hannover gibt Amusement Park. Wow. So, nicht nur München, sondern auch Hannover hat Oktoberfest. Cool. Das wusste ich nicht auch. Und in Hannover haben wir eine sehr berühmte Fußballmannschaft. Und ich denke, dass das Hannover 96 Stadion ist. Cool. So, ich habe Pizza jetzt. Puh. Oh mein Gott, es sieht sehr lecker aus. Cola. So gut. Was geht ab? Heute ist am Montag und ja, natürlich gehe ich zur Institution. Ach, ich bin sehr müde. So, jetzt bin ich zu Hause. Ich habe Essen gekauft. Ich werde Ihnen zeigen, euch zeigen. So, ich habe diese Nudeln und ich brauche
Olivenöl und Backscheibe, Ei, den Salat und Mungobohnen gekauft. So, ich denke, ich werde diese Nudeln kochen und essen. Danach lerne ich Deutsch natürlich. Oh, ich hatte sehr Hunger, deshalb ich habe nicht das Video aufgenommen. Aber ja. Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich bei Sprich mit mir, der Sendung rund um das Thema Kommunikation. So, jetzt mache ich die Hausaufgaben. Es gibt Schäfen. Cool. Ich bin zu und immer ich trinke dieses Saft. Es ist sehr gut nach Laufen oder Trainieren. So, heute ich bin nicht so lang gelaufen, nur 4 Kilometer habe ich gelaufen und jetzt dusche ich, danach mehr Deutsch lernen und schlafen. Und mein Abendessen ist der Salat. So, ich kann nur Salat einfach kaufen in Edeka. So, ja. Okay.